Ich darf jetzt bei uns im Studio Hans Müller und Wilfried Hassan Siebert begrüßen. Hallo, herzlich willkommen. Beides Gründungsmitglieder der im Mai 2012 gegründeten Partei Wir sind das Volk, kurz WSDV. Hallo. Ja, Herr Siebert, vielleicht mal die erste Frage. WSDV, Sie selbst bezeichnen sich als demokratische Volkspartei. Manche Menschen, die sich vielleicht nicht ganz so gut in der Politik auskennen, die schieben Sie schnell in die rechte Ecke. Was sagen Sie denn dazu? Ja, das ist wahr, man hat uns das unterstellt, aber das kann ich da gleich einen Widerspruch erheben. Ich bin deutscher Moslem und ich habe mit der rechten Szene überhaupt nichts an Hut, was ins braune Lager geht. Und das haben viele noch nicht begriffen. Und auch nicht verstanden, warum ein deutscher Moslem sich für eine demokratische Partei engagiert und sich dafür einsetzt. Ich muss nicht die Vorfälle der NSU erwähnen, die viele meiner Glaubensbrüder umgebracht haben. Jetzt gibt es aber so ein paar Hinweise, sage ich mal, die darauf schließen lassen könnten. Ja. Es gibt zum Beispiel in Ihrem Parteiprogramm ein Zitat zum Thema Gesundheitspolitik. Den Ärztemangel hätte man bereits langfristig vorbeugen und den Import ausländischer Fachpersonals verhindern können. Mehr Weitsicht ist gefragt, denn was heute der Ärztemangel ist, könnte morgen schon eine andere Gruppe von Spezies betreffen. So steht es auf Ihrer Seite. Das klingt nicht besonders fremdenfreundlich, wenn Sie doch ausländisches Fachpersonal ablehnen, oder? Nein, das muss man anders sehen. Viele Länder in Europa sehen erstmal zu, dass sie ihre Arbeitslosigkeit beenden können, indem sie erstmal ihre eigenen Leute versuchen unterzubringen. Und wenn jetzt andere Strömungen herrschen, die zu uns rüberkommen, dann fehlen dort wieder die Fachkräfte. Und das ist damit gemeint. Ich habe ja selber Kontakt zu Ärzten, die dann sagen, wenn das so weitergeht, können wir die deutsche Bevölkerung nicht mehr versorgen. Ich sage auch immer, warum engagiert ihr euch nicht? Ihr beschwert euch, ihr kritisiert, das ist in Ordnung, legitim. Aber viel besser ist es, es ändert nichts. Man muss, wenn man was ändern will, mitmachen, egal welche Partei das jetzt ist. Oder man gründet eine eigene Partei, um die Ziele durchzusetzen. Wir wollen nur verhindern, am Beispiel der Ärzte, dass dort ein Mangel entsteht, der schon vorhanden ist, der jetzt in den kommenden Tagesblättern veräußert worden ist, hat man auch gesagt, es herrschen auch überall in den anderen Bereichen Fachkräftemangel. Selbst die Handwerkskammer ringen händeringend um Handwerker, die sie nicht bekommen. Das ist das Bäckerhandwerk. Aber ist ja gut, wenn wir uns welche Nein, das ist, mag aus Ihrer Sicht, die Frage, was ist auch richtig sein, aber wir sehen das als verkehrt an, weil wenn ich jetzt Leute aus Polen hole und sage, kommt zu uns rüber, dann fehlen die dort. Und dann wird nicht lange dauern, beschwert sich die polnische Regierung und sagt, warum nehmt ihr uns die Fachkräfte? Die brauchen wir zum Aufbau des Landes. Das würden Strömungen entstehen, die eigentlich so nicht gewollt, also dass man das nicht wollte für die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist ja das Endziel, ne? Dass man überall arbeiten kann, überall sich bewegen kann. Aber man muss erstmal die Grundbasis dafür schaffen, dass die Leute, in welches europäische Land das auch immer sein mag, dort die Arbeitslosigkeit beendet ist. Und die kann ich nicht beenden, indem ich von anderen Leuten oder anderen Ländern da die Leute weghole. Das funktioniert nicht. Okay, das lassen wir erstmal so stehen. Ja. Herr Müller, Sie sind Gründungsmitglied. Mit 87 Jahren ist das erste Mal, dass Sie einer Partei beigetreten sind. Ja. Sie sind eine recht kleine Partei. Jetzt haben wir gerade schon gehört, die 5%-Klausel entfällt. Treten Sie denn jetzt bei der Kommunalwahl an? Nein, noch nicht. Also, ja, weil wir im Grunde genommen noch im Aufbau sind und wir haben ja noch nicht so viele Mitglieder, dass wir da groß auftreten können. Also wir sind da recht bescheiden. Wir müssen warten. Wir wollen versuchen, dass wir mit zur Bundestagswahl kommen, weil wir ja eine Bundespartei sind, eine Landespartei sind. Also bei der Bundestagswahl, da wollen Sie antreten? Da wollen Sie quasi wenn Startklar wir schaffen, sein? Wenn wir es schaffen, das ist noch ein großes Wenn. Woran hapert es? Woran scheitert? Könnte es scheitern? Das liegt an den Mitgliedern und wir müssen ja auch und sich Leute haben, die wir aufstellen können dann. Das liegt noch in der Ferne, das kann ich gar nicht beantworten. Ich kann Ihnen nur beantworten, was wir vorhaben. Und da sind wir die erste und einzigste Partei, die einen Friedensvertrag haben will. Und das ist unser Hauptanliegen. Nicht? Denn wir sind noch nicht souverän, das deutsche Volk. Wir sind unabhängig, sind abhängig von Amerika, also von den Siegermächten. Und wir müssen souverän werden, denn wir sind das Volk und das Volk ist souverän. Das Volk hat die Macht. Aber das ja Volk ist sich nicht bewusst, dass sie die Macht haben. Was läuft denn in Ihren Augen im Moment so verkehrt? Und wie weit stehen wir denn in Ihrer Meinung nach in der Abhängigkeit? Weil eigentlich, würde ich jetzt sagen, läuft es doch ganz gut.
Uns geht's gut, ja, das ist richtig. Und das ist das Problem. Uns geht's gut. Uns glaubt keiner, dass wir einen Friedensvertrag brauchen. Die kommen alle an und sagen, wir haben ja einen Frieden. Uns geht's gut, was willst du? Ich kann die Aussage noch, oder morgen, wenn ich das darf. Herr Schäuble hatte 2011 auf dem Frankfurter Bankenkongress gesagt, Deutschland war von Anfang an seit 1945 nie souverän. Mhm. 2009 hat Herr Müntefering im Handelsblatt öffentlich auch gesagt, die Wiedervereinigung hat nicht stattgefunden über eine Verfassung, die, wie sie im Grundgesetz festgeschrieben ist, haben wir gar nicht abgestimmt. Deswegen heißt das Grundgesetz auch Grundgesetz und nicht Verfassungsgesetz, weil es ein alliierten Kontrollinstrument ist, bis ein Land freigegeben wird in Form eines Friedensvertrages. Und wir sind die erste Partei, das ist der Hauptgründungsgrund, die nach 68 Jahren den Frieden fordert für Deutschland, damit Deutschland zu 100% souverän wird. Ja. Denn ohne den Friedensvertrag wird es kein vereintes Europa geben. Ich habe noch eine Frage. Ja. Sie sagten ja auch gerade, also Sie sind eine recht kleine Partei, 10 Mitglieder haben Sie vorhin schon gesagt. Sie fordern aber auch in Ihrem Parteiprogramm unter anderem flächendeckend ganztägige Kinderkrippen, Kindergärten. Die Kosten soll der Staat übernehmen. Wie soll denn das vielleicht noch mal kurz abschließen? Wie stellen Sie sich das finanziell denn vor? Ganz einfach, wenn Sie Besatzungskosten wegfallen, wie sie im Grundgesetz festgeschrieben worden sind, dann haben Sie die Kosten frei und können damit das alles finanzieren. Deutschland ist kein armes Land. Es wird nur, es ist, was die Alliierten machen, ist nicht Unrecht. Die handeln nach Haager Landkriegsordnung. Danach dürfen sie den besetzten Gebiet das Vermögen abschöpfen, so wie sie das gerade brauchen. Und die jetzigen Besatzungskosten, das ist, sagt auch keine andere Partei oder Vertreter, werden immer noch vom deutschen Steuerzahler getragen. Das Geld wäre dann zum Beispiel frei für diese Dinge. Denn die Wertschöpfung, die hier geschaffen wird in Deutschland, ist viel höher, als man denkt. Und das wäre dann alles frei. Wenn die Besatzer weg sind, dann brauchen wir auch die Kosten dafür nicht tragen. Ne? Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für das Gespräch. Wir blenden noch mal ganz kurz ein. Ihre Internetseite ist www.wirsinddasvolk.wsdr.de für alle, die sich da noch mal... Dürfte ich noch kurz drei Sekunden was sagen? Ganz schnell. Da die Sendung auch in Marokko gesehen wird, weil ich da verbunden bin mit meiner arabischen Familie, möchte ich gerne das mal hinhalten und möchte meine Frau grüßen, Kanubu Hekka Nati Aziza. Gut, danke schön. Ja, wir machen jetzt weiter mit unserer Rubrik Noah vier Pfoten. Da stehen heute kleine, schleimige und irgendwie auch eklige Tiere im Mittelpunkt. Gemeint sind damit Blutegel. Diese Tierchen haben aber nicht nur einen Ekelfaktor, sondern auch eine heilsame Wirkung. Und wie sie in der Therapie eingesetzt werden, das hat sich meine Kollegin Judith Pein jetzt mal genauer angeschaut.